Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Test- bzw. Pilotfolge zu einem neuen Spiel, nämlich Cliff Empire. Ganz frisch erschienen am 26. Ich nehme das jetzt gerade am 1. auf. Ich denke mal, wir gucken einfach mal rein, weil ich finde das Spiel ziemlich interessant. Ich habe das jetzt eine kurze Runde in den Sand gesetzt und wollte das Vergnügen mit euch teilen und dachte mir, nehmen das mal einfach auf. Worum geht's generell? Wir wollen eine kleine Stadt bauen. Und das in einer, sagen wir mal, eher postapokalyptischen Welt. Und dementsprechend schauen wir nochmal. Play. Das war der Versuch, den ich in den Sand gesetzt habe. Und wir starten auf immer ein neues Spiel. Ja, und nach diesem kurzen, knackigen Einleitungsfilm sind wir auch schon quasi auf unserer Hauptinsel, sag ich mal. Auch wenn Hauptinsel ein bisschen hinkt. Man kann schon so erahnen, es gibt noch weitere. Wir haben noch so ein bisschen Platz, uns hinterher auszubreiten, aber nicht so massig viel. Und es ist schon sehr bedrängt. Ja, doch begrenzt, was man hier so am Bauplatz zur Verfügung hat. Man sieht hier, man hat auch so ein Schachbrettmuster eingeführt. Ich muss mal ganz kurz eine Sache machen. Und zwar die Musik ein bisschen leiser. Und den Sound generell ein bisschen leiser. Und zwar, ja, unterteilt halt nach den Größen der Gebäude. Ich weiß nicht, wie zufällig das als Brettmuster sozusagen ist. Als ich gestern versucht hatte, hatte ich hier ein anderes. Das heißt, es wird nicht ganz immer das gleiche sein. Und im Wesentlichen ist das halt unterteilt in kleine Gebäude, mittelgroße und große, sowie hier so ein paar von den extra großen. Und was es hiermit auf sich hat, das weiß ich nicht, das hatte ich gestern noch nicht. Das werden wir herausfinden. Und wir hangeln uns jetzt erstmal entlang der Einführungsmission sozusagen entlang und versuchen auch nicht großartig zu viel zu machen, weil man stürzt sich damit leicht ins finanzielle Desaster. Das habe ich gestern gemerkt. Und zwar wollen wir anfangen, damit ein Lager zu bauen. Ja, das würde ich sagen, machen wir auch mal direkt. Und zwar hier oben in der Ecke. Storage. Start Construction. Large construction completed. Das ist sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Ausgangspunkt sozusagen. Also sowas wie, wenn man das auf Anno übertragen würde, der Kontor. Das müsste so das passende Pendant sein. Dafür kriegen wir jetzt ein bisschen Geld. Das können wir, glaube ich, immer gebrauchen. Glaube ich, das verstanden haben. Und wir können jetzt schon mal zwischen diesen drei Plattformen sozusagen hin und her switchen. Wir sind jetzt hier auf der East Coast angefangen, da würde ich sagen, bleiben wir auch erstmal, weil es muss ja nicht sofort ins Komplizierteste gehen. Jetzt wollen wir so eine Landing-Plattform bauen, da wo hinterher quasi unsere, ja, unsere Siedler in Anführungsstrichen ankommen. Das können wir aber nur hier auf den blauen Dingern machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von gestern. Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Und dann wird das hoffentlich hier rausragen. So stelle ich mir das zumindest gerade vor. Man sieht, wir haben einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Wir haben eine spartanische Grafik, wie ich finde, aber eine sehr stilsichere. Ich finde das ein sehr schönes Spiel. Und wir können hier nachts unseren Cursor beleuchten, sodass wir auch nachts volle Kontrolle haben. Und auch sehen, was wir quasi gerade tun. Das ist auch recht hübsch. Zeitbeschleunigung gibt es, wir können pausieren und mit der Stadt interagieren. Was ich auch recht gelungen finde, wir haben so einen Fotomodus in WASD-Manier, was jetzt natürlich hier irgendwie noch nicht so spannend ist, aber was natürlich prinzipiell ein sehr schönes Feature ist, wenn hinterher die Städte quasi auch mal komplex werden. Und für Freunde des isometrischen Rollenspiels, wir haben auch eine ISO-Ansicht. Also von daher, das bietet schon recht viel. Ich bin aber eher so ein Freund von den natürlichen, nicht orthogonalisierten Kameraperspektive. Aber das ist Geschmackssache. Steht hier, glaube ich, auch bei, ne? Ja, a matter of taste.
finde ich schön, dass es hier quasi die Möglichkeit gibt, beides zu bedienen. Ja, wir warten jetzt einfach mal, bis das Ding hier gebaut ist. Wir sehen ja, das sind quasi die Lastkarren. Nur halt jetzt ein bisschen futuristischer angehaucht. Das ist auch irgendwie klar. Und jetzt müssen wir noch zwei Häuser bauen. Oder so ein Medium Resort. Und ich würde mal sagen, hier ist ein ganz guter Platz an sich. Oder wollen wir dann einen Medium-Bauplatz für verwenden? Also man, dadurch, dass das Spiel halt dieses Raster vorgibt, ist es halt so, dass man schon so nachdenken sollte, was man wann wohin stellt. Weil es ist halt einfach ultra schnell voll. Ich würde jetzt mal sagen, wir bauen hier zwei Häuser hin, direkt ans... oder? Naja, wir bauen hier zwei Häuser hin. Ich würde hier ja nicht ans Lager bauen wollen, jetzt in echt auch nicht. Würde ich ja auch nicht am Lager wohnen wollen. Außerdem kann man hier dann vielleicht hinterher mal so einen Garten hinbauen, also einen großen Park. Oder vielleicht auch so einen Flughafen. Da haben die, sind die quasi direkt angebunden. Das finde ich, glaube ich, irgendwie schöner. Nicht, dass ich wüsste, wie ich dieses Spiel spiele. Ne? Also, es ist halt wirklich, wie gesagt, recht frisch noch rausgekommen. War bei Steam im Angebot, habe ich mir gedacht, okay, kannst mal zuschlagen. Kann man sich immer angucken. Und ich bin echt positiv überrascht davon bis jetzt. Also von daher. Und man sieht, das ist noch ein Early Access Spiel. Hier sowas wie Battery Consumption ist noch nicht ganz aufs Label angepasst. Aber das sind Kleinigkeiten. Ich habe das Gefühl, die grundlegende Spielmechanik, die funktioniert, auch wenn ich sie noch nicht ganz geblickt habe. Aber das ist dann ja im wahrsten Sinne des Wortes mein Problem. Hier sehen wir auch so ein paar Grundinformationen sozusagen zu der aktuell betrachteten Insel. Ich nenne es mal Insel. Ja. Zum Beispiel haben wir hier relativ viel Sonne, aber wenig Wind. Das heißt, wir sollen gleich eher auf Solarkraftwerke gehen und nicht auf Windräder. Das irgendwie Sinn ergibt. Und jetzt müssen wir quasi erstmal warten, bis wir 25 Leute hier angesiedelt haben. Und dazu muss jetzt der Wish to Settle einmal auf 25 steigen. Ich denke mal, das wird er jetzt konsequent tun. 25 kriegen wir auf jeden Fall hier in die beiden rein. Die können wir auch noch upgraden, sodass wir hier zum Beispiel sagen, okay, die kriegen Solardächer drauf oder passen einfach mehr rein. Dann verbrauchen sie aber Strom. Strom scheint generell eine der wichtigen Ressourcen zu sein. Das ist auch noch ein kleiner Lightning-Bug. Oder Lighting-Bug, ist auch wurscht. Es ist halt, wie gesagt, ich finde solche postapokalyptischen Szenarien halt irgendwie sau faszinierend. Und der Stil gefällt mir einfach ziemlich gut. Es ist irgendwie steril, aber doch detailverliebt. Finde ich schön. So, Wish to Settle ist gleich bei 25. Ich glaube, das sollte nämlich genau den Kniff tun. So wie ich das nämlich verstanden habe, sind das immer so 25er Packen, die ankommen, beziehungsweise auch wieder weg wollen. Warum auch immer 25er? Das ist eigentlich relativ willkürlich, glaube ich. Das Ganze kommt halt super futuristisch rüber, was ich ziemlich gut finde. Auch hier so schöne kleine Details. Das ist zwar statisch, aber das kommt trotzdem drüber, weil man muss das sehr nah ranzoomen, damit einem das auffällt. Die Laufanimationen sind auch noch nicht on top, aber... Es ist ja, wie gesagt, noch eine Early Access und da kann tatsächlich noch ein bisschen was passieren. Hier finde ich das Early Access Prinzip aber durchaus gut umgesetzt, weil hier funktioniert ja das Spiel drumrum, ne? Also von daher. Dann kann ich da ganz gut leben. Wir geben denen jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit vor. So, kriegen wir noch 300 ja, Coins dazu, sag ich mal. Jetzt brauchen wir ein bisschen Energy. Ja, und da würde ich sagen, da bauen wir hier oben mal drei Solar Panel hin. Und gucken, ob das ausreicht. Auf die Zweier kann man scheinbar nichts bauen, was irgendwie Strom generiert. Das heißt, die Zweier muss man irgendwie anders nutzen. Hier kann man zum Beispiel ein Hospital könnte man bauen, draufsetzen. Man könnte auch so einen Garten hinsetzen. Hier eine Wasser-Extraction Station. Also das scheint schon recht komplex zu sein. Kann man das irgendwo ausstellen, dass ich das immer unbedingt zugrunde legen muss? Scheinbar nicht. Okay. Dann nicht. Dann lassen wir das mal so.
Mach ich den Zaun noch mal ein bisschen runter, dafür die Musik wieder ein bisschen höher. Dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. So. Ja gut, jetzt nachts ist natürlich mit Energy wenig. Wir können uns aber trotzdem schon mal angucken, wie das Ganze prinzipiell aussieht. Was man halt von einem Solarpanel erwartet. Wir hätten hier auch noch ein bisschen Uran in Restbeständen. Also es gibt auch die Möglichkeit, den schmutzigen Weg zu gehen. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Ökologie sozusagen. Des Ausschnitts, den man gerade betrachtet. Also von daher. Hier unten sehen wir, das ist ganz nett gemacht. Jetzt geht die Sonne langsam auf. Und davor sind wir auf Batterien gelaufen. Und jetzt laufen wir eben auf der Sonnenenergie. Und ich befürchte, dass die drei noch nicht reichen. Dann müssen wir noch ein viertes bauen müssen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nee, sie reichen. Objective completed. Wunderbarstens. Genau, und die überflüssige Energie, die quasi da rausplöppt, die kann man jetzt in Batterien umwandeln, was gerade jetzt bei Sonnenenergie irgendwie auch sinnvoll ist, denn es ist klar, das ist natürlich eine Energie, die nur tagsüber ist und nachts hat man ja trotzdem gerne Energie und dann muss man halt auf Batterien, die irgendwie vorher aufgeladen wurden, zurückgreifen. Und das ist auch ein kleines Gebäude, wenn ich mich nicht irre. Das ist das Vieh hier. Und die bauen wir jetzt auch nochmal hier vorne hin. Und da müssen zwei Batterien nur aufgeladen werden. Und ich glaube, das ist sozusagen, wie viel mehr Strom wir produzieren im Verhältnis zu dem, was wir gerade verbrauchen. Das heißt, 100% wird sozusagen genau ausgelastet, aber je mehr wir davon haben, desto besser sollen einige Gebäude produzieren. Ja, hier unten haben wir auch so ein paar Ressourcen bzw. Bedürfnisse. Und das Ganze ist halt darauf ausgelegt, dass man halt auch so ein bisschen damit rangiert, dass möglichst viele Einwohner dazukommen, dass man halt möglichst zufriedene Siedlungen und möglichst attraktive Siedlungen hat. Ja, jetzt müssen wir warten, bis hier halt zwei Batterien produziert sind. Ich mache das mal ganz kurz im Schnellverfahren. Trink in der Zeit kurz ein Schlückchen. So. Objective completed. Zack. Und wieder 200 Coins dazu. Ja, und jetzt müssen wir uns halt eben drum kümmern, dass wir halt Wasser haben. Ja, und das ist irgendwie auch sinnvoll. Ohne ist halt schlecht. Und das ist eben so ein mittleres Gebäude und das würde ich jetzt einfach mal frecherweise hier hinsetzen. Ja, wir sehen gerade, wir haben 25 Siedler. Wir sind Einwohner, aber wir haben eben nur 14 Arbeitsplätze. Und das macht sich dann halt nach hinten raus bemerkbar, indem wir nämlich einfach weniger Steuergelder eintreiben können. Weil eben nicht alles beschäftigt ist. Das heißt, das Ziel, was hinterher quasi dabei rauskommt, so wie ich das im Moment sehe, zumindest ist halt auch so eine Art Vollbeschäftigung zu erreichen. Weshalb man dann auch hier sowas wie Bürogebäude hinbauen kann. Construction completed. So, genau. Jetzt musste erstmal 50 Wasser. 5 mal Wasser extrahieren. Das sollte auch recht schnell gehen. Jetzt sehen wir, nachts geht halt der Power Supply runter, weil eben die Sonne fehlt. Und jetzt müsste auf Batterien gehen, genau. Und hier steht dann, wie lange es dauert, bis die nächste Batterie sozusagen verbraucht wurde. Und tagsüber kann halt hier die Batterieproduktion quasi laufen. Und im Moment haben wir. Wo steht's denn? Und das Batterie? Haben wir 49 Stück voll. Das heißt, wir können ganz entspannt die Nächte abwarten sozusagen. Und können hier ganz ordentlich auf den Batterien laufen. Ich beschleunige auch das mal ganz kurz. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau wie lange das Video jetzt wird. So 3/4 Stunde. So in den Drehungen. Soll ja mal so einen Einblick hier in das Spiel geben. Ich habe auch eigentlich nicht vor dazu, jetzt irgendwie eine längere Let's Play-Serie zu machen. Ich fand das sehr sympathisch, das Spiel mal. Und ich glaube, da kann man ziemlich viel dran rumtüfteln. Jetzt als nächstes geht es darum, mal ein bisschen Essen herzustellen. Ja, und da würde ich sagen, nehmen wir uns hier hinten einfach mal so ein großes und bauen mal so ein Crop Field. Und jetzt sehen wir hier halt, da brauchen wir Wasser für und Grain. Und es kostet halt ein bisschen Geld und dafür produziert es halt hinterher Food. Und diese ganzen Ressourcen, die hier unten sind, die werden quasi immer so periodisch verbraucht in jedem Zyklus. Das finde ich eine ganz normale oder ganz vernünftige Lösung.
Wenn man es mal auf Anno übertragen, da ist es ja auch im Wesentlichen so, dass das so ein Zyklus ist, nur ist der wesentlich kürzer. Ja, das ist ja auch Large Construction completed. Und der braucht jetzt halt ein Momentchen, bis er das Ganze produziert hat. Das ist tatsächlich noch ein Bug hier mit dem Lighting. Naja. Beschleunigen wir mal immer. Ich rede in der Zeit wieder ein bisschen. Wir gucken uns in der Zeit einfach mal ein bisschen um. Also das Ganze soll quasi radioaktiven Nebel oder radioaktiven Staub, Schnee oder wie auch immer man das nennen möchte, ausdrücken oder zeigen. Ja, und das sind hier sozusagen die letzten Überlebenden, die jetzt hier so Außenposten gründen sollen, die halt hoffentlich besser funktionieren als das, was man so im Moment hat. Also das System mit dem, dieser Power finde ich schon ziemlich gelungen, muss ich sagen. Efficiency. Das ist, glaube ich, im Moment ganz gut. Im Moment haben wir sogar zu viele Jobs quasi für zu wenig Leute. Das heißt, wir sollten mal langfristig dran denken, nochmal so ein Häuschen zu bauen. Und das werden wir jetzt auch mal vorziehen. Weil es bringt uns nämlich nichts, jetzt hier weiterzumachen, weil wir keine Arbeiter haben. Und das heißt, ich würde sagen, ja, wir bauen jetzt hier nochmal zwei Häuser. Und ich würde auch gleichzeitig mal sagen, wir bauen die hier mal aus. Und zwar machen wir aus den beiden hier so Solarpanel. Um quasi noch ein bisschen mehr Energy zu bekommen. Weil ich glaube, wie gesagt, je höher das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das hier gerade ein Bug ist. Ich glaube, das ist ein Bug gewesen. Ich glaube, je höher der Wert ist, desto besser ist halt die Produktionsrate einiger Gebäude. Und man sieht hier auch sofort, wenn wir weniger Arbeiter haben als Stellen, dann geht die Manpower auch direkt quasi hier in die Produktion ein. Und jetzt wenn die Sonne langsam untergeht, dann merkt man auch deutlich, wie das hier nach unten droppt. So, jetzt müssten eigentlich neue Siedler hier genug Platz haben. Und genug wollen eigentlich auch. Von daher sollte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis hier 25 runterkommen. Wir gucken uns in der Zeit schon mal an, die Meta meinen. Und wenn man jetzt hier quasi aussucht, das Ganze zu bauen, dann sieht man, was das Ganze quasi erfordert. Und wir sehen hier halt Ecology minus 5. Ist also nicht so gut für die Umwelt, aber ist halt das, was sozusagen der Grundstoff aller Gebäude ist, womit man hinterher baut. Deswegen müssen wir das jetzt mal bauen. Und dann auch hoffen, dass gleich auch mal neue Arbeitskräfte hier ankommen. New citizens arrive. Ja. Aufs Stichwort. Und dann sollte das kein Problem darstellen. Ja, und die fliegen jetzt eben hier rüber und bringen das benötigte Baumaterial hier rüber. Sind aber auch gleichzeitig dazu da, um halt Wasser abzutransportieren. Jetzt hier zum Beispiel als produziertes Gut oder hier die Batterien. Das ist, sie sind wirklich im Prinzip die Hackkarren. Wobei das bautechnisch natürlich schon ein Unterschied ist zu Anno. Weil in Anno ist ja so ein Gebäude immer sofort da. Ist die Musik wieder so laut. Mann, Mann, Mann. Und hier haben wir halt immer so eine kleine Bauzeit sozusagen da drin. So, da kommt unser Population-Zuwachs. So. Das haben wir hier sofort gesehen. Wir haben jetzt wieder zu wenig Arbeitsplätze für zu viele Worker, aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut aufgebügelt, wenn wir jetzt eben hier weitermachen. Ich gebe mal ganz kurz eben wieder mal sechsfach, weil wir müssen nicht warten, bis jetzt eben 6 Meta abtransportiert sind, beziehungsweise hier abgebaut wurden.
Hier sehen wir übrigens schon, wie die Felder produzieren. Das ist quasi das Produkt, was rauskommt als Food. Und wäre das Lager gerade, glaube ich, nicht voll, würde es auch abtransportiert werden. Zack. Objective completed. So, genau. Ja, genau, eine 3D Printing Facility. Das ist quasi das, um hier diese Gadget-Bedarf oder Küchenbedarf und so weiter zu decken. Das ist alles in dieser Zukunftsvision 3D gedrückt. Deshalb bauen wir jetzt mal eine 3D Printing Facility, was auch wieder 5 Arbeitsplätze generiert und auch ein großes Gebäude ist. Und wie gesagt, im Moment sind wir halt ziemlich gut dabei, was Batteriebedarf angeht, weil wir einfach genug aufladen und darüber, weil wir eben ziemlich viel hier mit den ganzen Solarzellen gearbeitet haben. Das funktioniert ganz gut. Wir könnten jetzt im Moment natürlich auch noch weitere Siedler aufnehmen, denke ich mal, weil wir wollen halt noch 67 hier hin, aber ich würde sagen, im Moment ist das sinnfrei, weil wir halt nicht genug Arbeitsplätze haben für die 50. Das kann man hinterher mit Bürogebäuden verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier sozusagen so einen Bürotower hinbauen würde, was ist das? Nee. Mittleren brauche ich oder einen kleinen. Wenn ich hier jetzt so einen Bürotower hinbauen würde, dann würden das halt quasi mal 45 Arbeitsplätze bauen. Und auch Einkommen generieren. Also das ist schon so drauf ausgelegt, dass das irgendwie austariert. So, jetzt müssen wir der quasi noch sagen, was sie bauen soll. Und ich sage jetzt mal Engines und Furniture. Und dann müssen wir warten, bis das Ganze quasi jeweils 4 produziert hat. Das heißt, ich gebe auch hier nochmal wieder ein bisschen Stoff. Ich glaube auch, solange das hier unten bei minus 4 ist, verlieren wir quasi Geld. Weil wir eben zu wenig Arbeitsplätze anbieten für zu viele Leute. Objective completed. So. Hier können wir eben quasi einstellen, wie weit sich das beeinflusst. Und wenn wir halt beides her, also alles gleichzeitig herstellen wollen, dann müssen wir halt 2 von den Dingern bauen. Was natürlich irgendwo aus Gründen des ja, der Zufriedenheit auch irgendwie ratsam ist und weil man dadurch auch irgendwie ganz gut Arbeitsplätze generieren kann. So, jetzt müssen wir ein Trading-Portal bauen. Das würde ich sagen, bauen wir auch tatsächlich mal hier kompakt rein. Das ja, erlaubt uns quasi Warenhandel. Dann gucken wir mal. Da bin ich halt gestern in ein Loch gelaufen, weil da habe ich noch parallel andere Sachen gebaut. Und habe übersehen, dass das halt mal eben mit 700 in die Buche schlägt. Ne? Und das ist halt schon recht knackig. Wir beschleunigen mal eben den Baum ein bisschen, weil man braucht halt 30 Meter. Das heißt, die müssen jetzt auch ordentlich produzieren hier. Den ganzen Verbrauch, den wir jetzt haben. Mal gucken, ob es vielleicht mal sinnvoll ist, sogar noch hier so ein Solarpanel zusätzlich zu bauen. Hier zum Beispiel. Das wird uns nicht ruinieren, wenn wir das jetzt tun. Und hier können wir jetzt eben handeln. Das heißt, wir können sagen, okay, wir wollen irgendwas verkaufen. Wir haben jetzt einen ganz guten Überschuss an Batterien. Dann würde ich sagen, verkaufen wir mal 5 Batterien. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass das Ganze abgeholt wird, würde ich auch sagen, wir verkaufen mal so ein paar. Was haben wir? Small construction hier quasi. Wir verkaufen immer eine Engine und ein Furniture. Und jetzt sollen wir irgendwie 120 damit verdienen. Und hier kommt jetzt quasi einmal am Tag so eine Plattform raus. Und die bringt entweder bestellte Waren oder holt eben Waren zum Verkauf ab. Ja, und dementsprechend bekommen wir dann eben Geld. Beziehungsweise müssen auch Geld ausgeben, je nachdem, was halt gerade so auf der Plattform liegt. Ich beschleunige das Ganze mal wieder ein wenig, damit jetzt hier diese Plattform gleich nochmal das erste Mal kommt, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann. G
So, da haben wir es, ne? Und jetzt werden hier quasi die Batterien draufgelegt. Und Scharfstellen hat er auch noch ein bisschen Probleme bei Details. Das ist irgendwie ein bisschen verwaschen. Aber das ist, wie gesagt, finde ich nicht so dramatisch. Das ist die Furniture gewesen oder die Engine, weiß ich nicht genau. Ja, und so wird das jetzt eben gefüllt. Und auf die Art und Weise bekommt man dann eben hier sein Geld zugewiesen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts Falsches verkauft, dass ich irgendwie plötzlich nur noch ganz wenig habe. Ne, passt soweit. Dann können wir ruhig ein paar mehr Furnitures quasi verkaufen. Und auch ein paar mehr Engines. Das ist ja quasi im Überfluss vorhanden. Das wird ja nicht so schnell verbraucht. Außerdem braucht man dann im besten Fall weniger Repetitionen sozusagen. Wie gesagt, bis hierhin kenne ich es. Ab da weiß ich jetzt selber noch nicht ganz genau, was kommt. Genau, und jetzt verschwindet die Plattform. Wir haben quasi hier 95 Coins daran verdient. Ja. Wie gesagt, ich stelle nochmal vor, bis diese Intro-Mission jetzt gleich abgeschlossen ist, dadurch, dass wir eben genug getradet haben. Dafür müssen wir jetzt aber einen Tag warten. Der Schattenbruch sieht schon ganz schick aus, finde ich. Auch gerade mit dem Cursor hier, mit dem Cursor Light. Also die Grafik hat auf jeden Fall schon was, aber man könnte es auch noch ein bisschen feintunen. Gerade was die Detailschärfe angeht. Aber das ist schon Meckern auf hohem Niveau im Vergleich. Also das ist hier zum Beispiel sowas, ist natürlich ein super Detail. Mit den Produktionsarmen des 3D-Druckers. Das ist schon nett gemacht. Ohne weiteres. Trading Platform arrived. So, da ist er wieder. So, jetzt haben wir hier unsere 200 Coins bekommen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Und jetzt müssen wir eben einen Flughafen bauen. Ja, das schlägt natürlich auch ein bisschen ins Geld. Das kann man sich vorstellen. Da sind nicht mal eben 1000 weg. Aber wir müssen es ja machen. Wir wollen ja hier alles fertig bekommen. Engines, Batteries und Material, das haben wir ja quasi alles. Dann nehmen wir hier schon mal vorsichtshalber aus dem Handelsfenster die Engines ein bisschen raus. Damit wir gleich noch welche haben. Warten wir hier natürlich irgendwie auf die Rohstoffe, um das hier zu bauen. Wie viele Kilowattstunden wird das jetzt kosten? 6. Das müsste eigentlich noch hier passen. Wie viel kostet denn so ein Wind, also so ein Solarpark? 400. Wir können ja mal nochmal anders anfangen. Wir können ja hier nochmal 240 ausgeben in die Solardächer. Das ist billiger als jetzt noch einen Windpark zu bauen. Ich glaube, hat erstmal auch den gewünschten Effekt. Ja, ich beschleunige das Ganze nochmal ein bisschen. Das ist ja, das ist halt das Problem, wenn man sich jetzt nur abhängig macht von Sonnenenergie. Da muss man natürlich irgendwie auf andere Energiearten zurückgreifen, wenn es dann halt mal nicht die Sonne scheint. Und das bietet sich halt hier nicht großartig an, was mit Wind zu machen. Trading Platform arrived. Das ist leider ziemlich logisch. Warum kommt hier jetzt eigentlich keine... Warte, dann muss ich das dafür quasi... Ja, das muss ich dafür laufen lassen. Ah, okay.
dass man kann das Bauvorhaben sozusagen stoppen. Das ist natürlich gut, wenn man da so weit ist. Ah, okay. Also hier diese orangenen Areas sozusagen, da könnte ich jetzt Fischerei betreiben. Das ergibt Sinn. Und das hier hinten eigentlich, das ist Medicine, Social Transport, Entertainment, Education, Justice und Tourism. Na gut, wir sollen zwei Cargo Drones, das sind die, die hier hin und her schleppen, machen. Das sollten wir hinkriegen. Ich glaube, genug Sachen dafür sind ja da, also auch die Engines müssten ja vorhanden sein. Ansonsten nehme ich die jetzt einmal komplett hier raus, weil produziert werden, werden sie auf jeden Fall. Ja, sind 28 Stück von da, muss nur einer da hinschleppen bitte. Ja, doch, das funktioniert ganz gut. Und zu essen haben sie im Moment auch genug bei dem Grain. Und das abgeholt werden, muss ich wahrscheinlich auch sagen, okay, du sollst wieder arbeiten, ne? Ja. Machen wir das mal, bevor es zu spät ist. Genau, das Ganze nochmal zappeln hier. Coole Sache. Auf jeden Fall. So, jetzt geht die Sonne langsam wieder auf, das heißt unsere Power Supply hier, die wird wieder ein bisschen mehr durch die Sonne ersetzt. Das ist insgesamt ein ganz schönes Wechselspiel. Und eine Engine noch, komm. Das Kamerawackeln, das ist auch schon ziemlich gut umgesetzt, finde ich. Das ist ein schöner Effekt an der Stelle. Auch wenn diese Trading-Plattform hier an dieser Stelle völlig überdimensioniert wird. Objective completed. Ah, wir sind im Plus hier unten. Weil wir wahrscheinlich jetzt genug Auslastung haben durch den Airport, weil hier genug arbeiten können. Und deswegen sind wir jetzt hier im Plus dabei. Das ist gut. Disable Airport, Enable Airport. Das scheint mir noch ein simples Prinzip zu sein. Increase Aesthetics. Ja, jetzt kommen nämlich zum Beispiel diese Garten ins Spiel. Man soll nämlich auch darauf achten, dass das nicht alles nur funktional ist, sondern auch noch irgendwie schön aussieht. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel hier so einen großen Garten hinbauen. Und da der auch nur 180 kostet und wahrscheinlich auch ganz gut aussieht, würde ich sagen, packen wir den einfach mal hier hin. Das wird die Anwohner durchaus freuen. Und es ist mal ein schöner grüner Gegenpunkt hier. Ja, Groundwater ist wahrscheinlich, wie effektiv hier diese Wasserproduktion ist. Denke ich mal. Ja, Cliff-Effekt, genau. 60%, das ist das hier. Sozusagen. Also das heißt, das wird damit multipliziert. Deswegen sollten die hier sozusagen 90% von dem ausspucken, was versprochen ist. Weil wir eben bei 90% sind. Windkraftwerke eben nur 20%. Und wenn ich jetzt so eine Fischerei hier unten hinsetzen würde, dann wird die eben besser produzieren, so als versprochen.
weil eben die Klippe den entsprechenden Effekt hat. Das finde ich alles irgendwie sehr nachvollziehbar. Ja, der große Park ist vergünstigt, aber man schmeißt natürlich auch so ein riesen Baustück weg. Ne? Man hätte natürlich auch hier einen kleinen Garten hinbauen können, und da braucht man dann 5 Stück von. Gut, 5 insgesamt ist natürlich weniger als jede 6er sozusagen. Aber die muss man natürlich verteilt bauen, weil 5 Plätze sind halt auch rar. Also ich glaube, hinterher ist es hier wirklich eine Puzzlei, eine gut funktionierende und auch austarierte Stadt rauszubauen. Und ich stelle mir das durchaus recht anspruchsvoll vor. Gerade wenn man auch hier unten noch die ganzen Bedürfnisse erfüllen möchte, die hier noch zusätzlich sind. Ja, wie zum Beispiel medizinische Versorgung oder auch Entertainment. Und da so ein bisschen mit rumzujonglieren, das wirkt auf jeden Fall recht reizvoll. Vor allem eben, weil man beim Platz sehr gut nachdenken muss, was man wohin dann tut. So, wo bleiben wir jetzt hier die 3 Meter? War schon da logisch. Müssen noch produziert. Ich gebe dem Ganzen mal wieder einen 6-fach Schub. Das wird auf jeden Fall. Trading platform arrived. Huge construction completed. Objective completed. Wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen statisch hier, das könnte man noch ein bisschen wuseliger gestalten. Im Moment alles noch sehr clean, sag ich mal. Aber vom Stil her auf jeden Fall cool. Finde ich zumindest. Ich habe ein Faible für sowas. Vielleicht liegt es auch daran. So, settle 35 people on second cliff. Ja, was auch immer jetzt das second cliff sein soll. Wahrscheinlich irgendwie Central Cliff oder West Coast. Und das heißt, jetzt geht es halt darum, nochmal hier auf der zweiten zu gucken, das Ganze nochmal zu machen. Ich glaube, hier haben wir deutlich mehr Wind. Ja, 50% Wind. Aber auch genauso wenig Sunshine. Also hier ist auch Quack. Im Prinzip beim Setteln. Hier sieht es wiederum ganz gruselig aus. Also wir gucken mal. Wie müssen wir das denn jetzt machen am besten? Auch hier mit dem Storage anfangen wahrscheinlich, ne? Large construction completed. Ja. Das heißt, jetzt gehen wir hier quasi unsere Grundressourcen, sage ich mal, auf der zweiten Insel. Wir haben auch ein eigenes Geldbudget hier quasi. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir gucken uns mal Energy an. Das heißt, ich würde jetzt auch hier wieder sagen, bei den Werten für Sunshine und Wind gehen wir jetzt hier auf Windräder. Die eben besser produzieren als die Sunshine. Das heißt, wir bauen hier einfach mal 2 von den Dingern hin. Small construction completed. Dann geben wir uns hier mal so eine Small construction completed. Gab es nicht so ein mittleres Haus? Medium Residence, genau. Ja. Die geben wir uns mal hier vor und dann bauen wir noch hier so ein kleines Haus hin. Hier kommt die Undock-Station hin. Auch hier brauchen wir wieder so eine Batteriegeschichte. Battery Station. Damit das einigermaßen funktioniert. Das brauche ich jetzt nicht mal Dauer eingebunden haben. Eine neue Melodie. Und jetzt sehen wir eben hier die beiden, die decken jetzt zumindest den aktuellen Bedarf ganz gut. Also werden wir noch ein paar vom Baum müssen. Ich gebe einfach schon mal eins in Auftrag. Und wenn das dann soweit alles steht, dann ist quasi schon mal so die Grundfunktion da. Medium construction completed.
Dann brauchen wir sozusagen auch noch ein bisschen Essen. Dafür brauchen wir wieder Wasser. Wasser kriegen wir hier hin. Kriegen wir hierher, so rum. Dann brauchen wir zweimal Essen. Small construction completed. Sozusagen als Grundbaustein. Dann brauchen wir aber auch hier drüben natürlich mehr Meta, um weiterbauen zu können. Wir haben halt nur so und so viel Startmeta. Das heißt auch hier müssen wir Meta meinen hin. Ja, hier in die Mitte kommt wieder ein Garten. Und hier kommt bei Zeiten ein Fischpond hin und dann ist, glaube ich, erstmal eine ganz vernünftige Siedlung hier entstanden auf der zweiten. Also man sieht vielleicht, leicht zu lernen und wahrscheinlich schwer zu meistern. Da kann ich nur noch nicht viel zu sagen, weil ich es eben noch nicht weit genug gespielt habe. Das ist quasi auch gerade halb blind, also wirklich reingehockt habe ich noch nicht. Vorher. Small construction completed. Jetzt haben wir schon mal sozusagen hier. Trading platform arrived. Die Nahrungsversorgung einigermaßen sichergestellt. Windkrafträder böllern auch so weit durch, dass das einigermaßen funktioniert. Ich sehe gerne noch ein bisschen mehr Hütte an. Das ist noch alles noch nicht so. Ja, hier gucken, hier ist zum Beispiel noch ein Platz, wo wunderbar noch so ein Windrad hin kann. Beschleunige mal das Ganze ein bisschen, dann sieht man vielleicht schneller Fortschritt. Das ist schon recht wuselig, ne? Also mit den Arbeitertonen, das passt schon. Small construction completed. So, und jetzt wollen sie auch hier hinkommen. New citizens arrived. Large construction completed. Ja, und dem sagen wir jetzt auch, er kann noch mehr Leute beherbergen. Dann können nämlich genau 50 hier hinkommen. Dann müssen wir nur den Wish to Settle hoch genug bekommen. Und dafür muss halt die Attraktivität hoch genug sein. Das ist mir immer noch zu wenig. Da müssen noch zwei gebaut werden. Damit das ein bisschen gedeckelt ist. Small construction completed. Genau. Da sind die ersten 25. Ich glaube, die anderen werden nicht lange auf sich warten lassen, weil das wollen ja genug hier leben. Achso, so ein 3D-Ding sollten wir noch bauen. Damit auch gleich genug Arbeiter da sind. Small construction completed. Gehen mal kurz rüber in die East Coast. Gucken wir uns mal hier an, wie das hier so alles läuft. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Auch hier die Nahrungsversorgung ist soweit stabil. Also alles, was so dringend ist, ist sozusagen alles vorhanden. Das sollte ganz gut passen. Und hier kommen die Citizens, die sozusagen dann dafür sorgen, dass dass das Questziel erfüllt wird. Das ist doch auch hübsch. Gucken wir mal rein. Big Brother is watching you. Schon so ein bisschen was davon. Large construction completed. Haben wir auch quasi 36 Workplaces. Zack. 400. Connect Cliffs with a Bridge. Trading platform arrived. Mhm.
wird schon passen. Ich meine, wo soll sie sonst hingehen? Also ich glaube, wenn die fertig ist, dann haben wir auch genug, was kann ich generiert hier sozusagen. Arbeitsplätze muss ja eigentlich, ne? Muss nicht scheinbar. Weil dann sollten wir noch irgendwas quasi mal im Kopf nehmen, was auch Arbeitsplätze generiert. Können wir hier noch so eine Fischerei mal bauen. Das wären immerhin 5 Werkplätze, dann hätten wir 41. Die ist auch gar nicht so teuer mit 250. Dann sehen wir auch mal, wie das aussieht. Wobei die jetzt hier natürlich nur mit 60% maximaler Kapazität arbeiten, oder? Hier drüben ist auch soweit alles in Ordnung. Hier könnte man jetzt langsam wieder ein bisschen erhöhen und vielleicht mal ein Bürogebäude in Erwägung ziehen. Ich glaube, das machen wir mal. Wie machen wir das denn am elegantesten? Wir bauen hier mal so ein Residential Complex hin. Da passen relativ viele rein. Und setzen dann hier mal so einen Büroturm hin. Ja doch. Wenn alle Stricke reißen, bauen wir hier noch irgendwo einen Solarpark an. So, wie sieht's hier aus? Das wird gebaut. Das ist gleich fertig. Das ist schön. So möchte ich das. Also es ist schön kompakt hier geworden. Das finde ich irgendwie cool. Ich mag das ja, wenn sowas kompakt machbar ist. Ne, den Mulch wollte ich nicht. Ich wollte hier noch. Ah, da steht schon eins. Na, ich wollte gerade sagen, das wäre auch blöd, das nicht zu nutzen. Ist ja auch noch ein Bauplatz? Ne, schade. Das ist irgendwie cool mit diesen Monolithen hier. Hat was. So, jetzt haben wir hier einen Fischer. Das ist ziemlich nett gemacht. Das ist schön. Finde ich wiederum. Und jetzt wird hier Fisch produziert. Coole Sache. Hat was. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Cliff-Effekte aufzudecken, die dahinter stehen? Town Square. Da brauche ich ja wirklich die Riesenplätze für. Kann man hier hinbauen. Universität. Hat auch seinen Sinn, glaube ich. Aber für den Moment reicht das hier, glaube ich, auch nicht. Ist gleich auch fertig. Hier haben wir zu wenig Energie, okay. Aber wahrscheinlich nur nachts, ne? Machen wir mal den Morgen ab. Medium construction completed. Da müssen wir nur noch 2 hinsetzen. Trading Black gerade mal nur auf 75%. Das ist natürlich sehr schwach. Brauchen wir hier auch gar nicht erstmal einen Residential Complex weiterarbeiten. Und dann wäre es halt schon irgendwie sinnvoll, nur da drüben mal die kleinen Dinger zu bauen. Weil da natürlich jetzt auch der ganze Power Supply dranhängt. Small construction completed.
Ja, also nachts natürlich. Ist problematisch mit der Sonnenenergie. Aber jetzt sehen wir, die eine hat es schon ganz gut gebracht. Jetzt setzen wir hier die beiden auch noch aus. Wenn die beiden fertig sind, dann kümmern wir uns dann weiter um das Residential Building kümmern. Hier sind wir jetzt im Plus 0. Das heißt, wir haben genug Arbeitsplätze quasi geschaffen, um die Ausgaben so weit zu reduzieren, dass das nicht mehr notwendig ist. Wo geht die Brücke jetzt hin? Man weiß es nicht so genau. Wenn ich jetzt hier das gleiche mache wie mit den anderen Sachen auch. Ich sollte der übrigens auch mal sagen, was sie produzieren soll. Da jetzt einfach mal Engines. Und dann kann ich hier nämlich Engines verkaufen. Und dann warten, bis hier quasi 100 Coins aufs Konto gewandert sind. Hier ist mit dem Power Supply soweit alles in Ordnung. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil die Windenergie bläst auch nachts. Und hier sieht es jetzt auch wieder ganz vernünftig aus. Dass auch hier der Battery Charger ein bisschen arbeiten kann. Wobei die Dinger immer noch nicht fertig sind. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Weil die würden natürlich dazu beitragen, dass mehr produziert werden könnte. Ja, das Trading hat schon mal geklappt. Small construction completed. Small construction completed. Wie sieht's denn aus hier mit Batterien? Keinen da. Sollten wir jetzt mal aufhören zu verkaufen, würde ich sagen, ne? Könnte schon helfen. Wie sieht es denn im Gegensatz mit Engines und Dingens aus? Da können wir natürlich jetzt mehr von verkaufen. Und dafür stellen wir sie ja her. So, jetzt sind wir eben auch wieder bei mehr Power Supply. Ich glaube, ich nutze die beiden hier hinten auch noch mal aus für Trading Platform arrived. Für Dinge. Für Solarzellen. So, daraus wird ein Satz jetzt. Was hatte ich hier gesagt? Du stellst die Engines her, ne? Das heißt, da können wir auch hier ziemlich großzügig verticken. Wobei wir nur 5 eingelagert werden können, also mehr ist irgendwie dann sinnfrei. Dann ist es aber auch hier irgendwie sinnfrei, nur Sachen einzustellen. Das heißt, wir sagen jetzt mal lieber hier, wir stellen auch noch Gadgets her und dann generieren wir daraus noch mehr Einkommen. Wie sieht es mit dem Fischer aus? Gut funktioniert prinzipiell, ne? Also stellt schon was her. Das ist gut, so soll das nämlich auch sein. Ja, jetzt sind wir wieder in einem Power Supply, wo auch Batterien ordentlich gecharged werden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, man muss, glaube ich, wirklich ein Auge drauf haben. Ach, das Bürogebäude hier, das können wir auch mal ganz kurz disablen, damit hier schnell die beiden Dinger fertig werden. Dann machen wir hiermit weiter. Weil wenn das Bürogebäude quasi fertig ist, dann bringt es erst was hier neue neue Einwohner quasi zu generieren oder zu bekommen. Weil vorher bringt es einfach nichts. Die Trading Plattform, die sichert jetzt ja auch im Wesentlichen ab, dass wir hier auch genug verdienen, in Anführungsstrichen, damit das hier ordentlich im Plus bleibt. Ja, wir werden jetzt halt hier irgendwie nochmal eine Brücke hinbauen müssen. Weil scheinbar dadurch noch nichts verbunden wurde.
Weiß aber auch nicht hundertprozentig, wie das genau aussehen soll. Wir probieren das. Entweder klappt oder klappt nicht. Ich glaube, das ist somit das Letzte. Wenn das hier alles soweit durch ist, dann mache ich quasi Schluss. Dann haben wir da, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick da reinbekommen, wie das hier so prinzipiell aussehen soll oder wie das prinzipiell funktioniert, das Spiel. Und könnt dann ja selber entscheiden, ob und wenn ja, zu welchem Preis sozusagen, also ob ihr es im Sale kauft, ob ihr es zum vollen Preis kauft. Das ist, glaube ich, nicht so teuer. Das ist, wie gesagt, nur Early Access. Ich kann es wärmstens empfehlen, weil ich glaube, es ist ein sehr schönes Spiel. Und da wird wahrscheinlich auch noch ordentlich was dran gebastelt. Sodass da auch die Chance besteht, dass das noch besser wird, als es im Moment schon ist. Ah, da braucht noch ein bisschen Metall, das Ding. Können auch noch mehr Engines verkaufen. Wir produzieren doch irgendwie noch mehr als wir im Moment hier sozusagen absetzen können. Trading Platform arrived. Ich finde, einen guten Handelsüberschuss ist immer ganz eine gute Basis für so eine Wirtschaft. In so einem Spiel. In echt sieht das ein bisschen anders aus, das sieht man ja im Moment ab und zu mal immer wieder. Aber in der Wirtschaftssimulation ist das eine gute Exportstrategie, eigentlich immer eine ganz gute Siegstrategie. Zumindest was das Finanzielle angeht. So, jetzt ist der gleich fertig. Wenn er dann seine 2 Meter auch nochmal bekommt. Trading Platform arrived. So, da ist er fertig. Und der generiert jetzt quasi Cryptocurrency. Das ist die Währung. Ja, jetzt haben wir natürlich nur viel zu wenig Leute dafür. Das heißt, jetzt ist natürlich wichtig, dass das hier fertiggestellt wird. Damit hier dann auch genug Leute drin arbeiten können. Wie gesagt, ich pushe das jetzt mal auf 6-facher Geschwindigkeit durch. Sollte dann kein Problem sein. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele hier reinpassen dann. Trading 55. Werden aber wahrscheinlich eh nur 50 kommen. Das heißt, wir kommen genau mit den Workplaces hin. So wie das aussieht. Echt doch lobenswert. So wollen wir das. Haben wir auch noch 7 Meter. Gucken wir nochmal auf die Central Cliff rüber. Hat auch nachts was, also muss man sagen. Das ist schon schnieker. Wir können jetzt einmal hier nochmal mit Top rein. Trading Platform arrived. Können wir hier so ein bisschen durchgehen. Ja doch, also das ist schon eine coole Sache. Muss man mal so sagen. Da sehen wir mal Genokus drüber hinweg. Ja, es ist schon hübsch gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, was macht hier das Vieh? Das ist immer noch nicht fertig. Weil mir fehlen immer noch 7. Das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Trading platform arrived. So, jetzt am Tag, da haben wir wieder die Hochphase der Produktion. Das heißt, jetzt sollte doch hier auch mal was ankommen. Mal nochmal Cargo Drone basteln. Vielleicht liegt es daran, dass einfach zu wenig im Umlauf sind, die das übernehmen können. Und man sollte langfristig dann wahrscheinlich noch drüber nachdenken, mal so eine zweite Meta-Mine zu bauen. Um einfach nochmal mehr herzustellen. Trading platform arrived. Könnte, glaube ich, ganz sinnvoll sein. Ich kaufe jetzt mal ein bisschen Meta dazu. Könnte doch ganz sinnvoll sein. Kommt noch ein bisschen Schwung hier rein, 12 und 15. Trading platform arrived. Large construction completed. Nehme ich die hier auch gleich raus. Zack. So. Na, jetzt kriegen wir eben eine neue Population. Und können hier oben drauf auch noch Solarpanels draufziehen. Würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle auch einfach mal. Dann produziert es nämlich noch ein bisschen mehr Strom. Und wir sehen jetzt sofort, hier wird es jetzt auch besser mit dem ausbalanciert sein. Und insbesondere sind die jetzt hier gut ausgelegt. Dementsprechend gibt es hier auch recht schnell Geld. Das ist also quasi das, was gemeint wird mit Stable Output. Dann probieren wir jetzt doch mal einfach hier noch so eine Bridge Connection hinzusetzen. Und schauen einfach mal, was passiert. Und entweder klappt das jetzt oder es klappt nicht, aber das wird auf jeden Fall sozusagen der Schlusspunkt, zumindest für dieses Video sein. Weil ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen, was Cliff Empire so ist. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich glaube schon. Noch kommen wir zu University. Damit bekommt man auch quasi alles, was man so hier oben nicht direkt drin hat. Trading platform arrives. Also hast du hier noch die Zusatzbedürfnisse erfüllen. Aber man kriegt also quasi noch eine weitere Einführung, wie man dann so in die etwas detaillierteren Bereiche des Spiels reingeht. Was mich mal interessieren würde, ist es langfristig besser, hier auf die großen Parks zu gehen. 60 kW gegen... Ne, genau das gleiche. Nur man kann halt wahrscheinlich ein bisschen Platz sparen, dann damit agieren, je nachdem, was man gerade braucht. Muss man mal ausprobieren. Trading platform arrived. Uhu. Da gibt es ja wieder ein gutes Plus. Das hier hält sich stabil, also da kommt weder was dazu, noch geht irgendwas flöten.
Wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich noch für ein paar mehr Jobs sorge, aber hier müssen auch erstmal wieder ein paar neue Leute beikommen, dann würde ich hier auch mal wieder so ein Bürokomplex umsetzen. Müsste dann hier natürlich nochmal einen Windpark bauen. Also muss man halt hier mal die 400 investieren. Trading platform arrived. Aber ich eigentlich noch weiß, warum das hier gerade nicht verkauft wird, so insgesamt. Also, ich habe es noch nicht ganz unter Kontrolle, sag ich mal. Aber wie gesagt, alles neu. Bin jetzt mal gespannt, ob das hier dann mit der Brücke gleich klappt. Trading platform arrived. Ich glaube ja, wahrscheinlich müsste man hier die Brücke hinbauen, damit die dann direkt da drüben anschließt. Müsste man nochmal umstrukturieren. Also die Landeplattform hier hin basteln. Vielleicht klappt das ja auch so. So, ist auch nicht mehr so lange. 5 Meter brauchen wir noch. Dann sehen wir ja, ob es klappt. Trading platform arrived. Ja, die sind genau gegenüber, ne? Das sieht man hier ganz gut. Nur eine Linie. Ja, wahrscheinlich klappt das Trading nicht mehr, weil das noch an den Quest gebunden ist. Natürlich irgendwie ein bisschen blöd wäre, aber... Na gut, man könnte ja jetzt quasi auch noch so ein Trading-Portal auf die andere... die andere Insel sozusagen rüberstellen und dann da auch verkaufen. Also das lässt sich wahrscheinlich alles managen. Trading platform arrived. Medium construction completed. Ja, man muss das wahrscheinlich einfach nochmal umbauen. Build a Recycling Plant. Das heißt, jetzt müsste ich hier quasi noch eine Recycling-Geschichte basteln erstmal, um dann sozusagen den Fehler zu korrigieren. Ja gut, das werde ich dann aber wie gesagt mal offline weitermachen, beziehungsweise offscreen weitermachen, weil da sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, beenden wir einfach mal diesen kleinen Test von Cliff Empire. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in das Spiel. Das war also das erste Mal, so ein kleines Testformat hier laufen habe lassen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder gerne auch, was ihr vom Spiel haltet. Gibt es, wie gesagt, seit ein paar Tagen erst bei Steam. Ist gar nicht mal so teuer. Ich finde es ganz hübsch, wenn man auf die Art von Spielen steht. Und von meiner Seite her würde ich es auf jeden Fall mal empfehlen, reinzugucken. Zu welchem Preis, das ist natürlich euch überlassen. Ob ihr da jetzt auf einen Sale warten wolltet oder nicht, das müsst ihr selber wissen. Gut, dann ist das doch ein bisschen länger geworden, als ich das dachte. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. War wie gesagt mal ein kleines neues Projektchen oder eine kleine neue Idee. Vielleicht kommt sowas öfter mal, je nachdem, wie es passt.
Und damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und damit tschüss.